Guten Abend. Bei mir im Zentrum mit dem Thema: Der Westen gegen Putin. Ist der Ukraine-Krieg noch zu gewinnen? Der Befund der internationalen Wochenzeitung Economist vor 2 Wochen klingt niederschmetternd. Putin scheint den Krieg in der Ukraine zu gewinnen. Vorerst. Sein größter Trumpf ist Europas mangelnder strategischer Weitblick. Der Westen müsse dringend aus seiner Lethargie erwachen. Die Unterstützung für Kiew scheint tatsächlich zu schwanken. Dringend benötigtes Geld von den USA und der EU wird blockiert. Der Westen hat darauf gesetzt, dass der russische Präsident Wladimir Putin den Angriffskrieg auf die Ukraine nicht lange durchhalten kann. Doch der russische Präsident braucht einen Sieg zur Sicherung seiner Macht. Der Kreml-Chef will am 17. März zum 5. Mal als Präsident wiedergewählt werden. Und dazu hat er diese Woche eine Fernsehshow veranstaltet. Mit Russlands Wirtschaft geht's bergauf. Das verkündet Wladimir Putin diese Woche bei einem perfekt inszenierten Medienspektakel. Großes Thema ist der Krieg in der Ukraine. Frieden werde es geben, wenn die Ziele erreicht seien. Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей, о которых вы сказали. Für die Ukraine bedeutet das Weiterkämpfen, und dabei ist man auf die Unterstützung des Westens angewiesen. Seit Beginn des Krieges sind von der EU und den USA militärische Hilfen, humanitäre Hilfen und finanzielle Hilfen an die Ukraine geflossen. Insgesamt kommen die EU-Institutionen und die EU-Länder dabei gemeinsam auf ca. 133,2 Milliarden Euro, die USA auf 71,4 Milliarden. Well, Mr. President, welcome back. Der ukrainische Präsident ist Anfang der Woche erneut in die USA gereist, um weitere Unterstützung zu erbitten. Von Erfolg gekrönt war Selenskys Besuch allerdings nicht. Bis Ende 2026 sind zwar Hilfen verlängert worden, allerdings nicht im erhofften Ausmaß. Die Entscheidungen, die wir jetzt treffen, werden die Zukunft bestimmen, vor allem in Europa. Auch bei einem EU-Gipfel wurde diese Woche über weitere Hilfen für die Ukraine gesprochen. Fixiert wurde dabei: Wir öffnen die Beitrittsgespräche mit der Ukraine und Moldau. Hat sich Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán vorab noch dagegen ausgesprochen, ist hier doch eine elegante Lösung gefunden worden. Blockiert hat Ungarn allerdings Hilfen in Höhe von 50 Milliarden Euro. Europa steht an einer Weggabelung und die Neue Zürcher Zeitung fragt heute, wird sie wirkungs- und bedeutungslos werden oder sich behaupten, das Ruder herumreißen? Wie und wann wird und kann der Krieg enden? Viel zu diskutieren mit meinen Gästen, ich freue mich auf. Martin Sellmayr, Vertreter der EU-Kommission in Österreich, er sagt, wenn wir unsere Freiheit bewahren wollen, müssen wir der Ukraine noch stärker als bisher helfen, damit sie ihren Verteidigungskrieg gegen Putin gewinnt. Wassyl Kiminets, der ukrainische Botschafter in Österreich, schlägt in dieselbe Kerbe. Die rechtzeitige und notwendige Hilfe für die Ukraine ist eine Investition der demokratischen Welt in die künftige Sicherheit. Barbara Stelzel-Marx, die Historikerin, Professorin für Zeitgeschichte, Universität Graz, sagt, das politische Schicksal von Putin ist auf Gedeih und Verderb mit dem Krieg verbunden. Markus Reisner, der Militärexperte vom österreichischen Bundesheer, analysiert im Nachlassen der westlichen Unterstützung für die Ukraine, erkennt Russland nun seine Chance. Thomas Reutner, der Friedensforscher Universität Wien, tritt für Verhandlungen ein. Es ist nicht die Frage, ob es Gespräche braucht, sondern wie und worüber. Und der Vollständigkeit wegen, wir haben den russischen Botschafter angefragt, er ist heute verhindert. Auf ORF On können Sie unter debatte.orf.at/imzentrum debattieren. Ihnen allen einen guten Abend. Frau Stelzel-Marx, Sie haben schon Anfang der 90er Jahre, Sie haben in Moskau studiert, in Wolgograd studiert. Wladimir Putin nimmt immer gerne Anleihen an die Geschichte. Das hat man jetzt auch diese Woche gemerkt bei dieser Veranstaltung, bei dieser Fernsehveranstaltung. Wie hat er sich da Ihrer Meinung nach inszeniert? Und vor allem, was wieder aufgefallen ist, er hat mehr als einmal wieder das Wort Entnazifizierung genommen. Greift das in der Innenpolitik in Russland? Mhm. Dieses Entnazifizierung, Entmilitarisierung ist etwas, was Putin immer wieder verwendet, was auch jetzt von ihm mehrfach erwähnt worden ist. Das hängt zusammen mit dem Zweiten Weltkrieg, mit dem großen Vaterländischen Krieg, wie es ja in der Sowjetunion geheißen hat. Und hier spannt er einen Bogen vom Ukraine-Krieg hin zum Zweiten Weltkrieg. Der Zweite Weltkrieg, der von der Sowjetunion, also in dem das nationalsozialistische
Deutschland, das Dritte Reich von der Sowjetunion besiegt worden ist. Und mit diesem Bogen, den er spannt, sagt er Folgendes und weckt dabei eigentlich Assoziationen bei der Bevölkerung, ohne dass viel nachgedacht werden muss, nämlich der Sieg steht bevor. Das Zweite ist, es müssen Opfer erbracht werden und der Sieg ist eine gerechte Sache, der Krieg ist eine gerechte Sache. Also diese Verbindung zwischen dem Zweiten Weltkrieg, dem Tag des Sieges und dem Ukraine-Krieg. Und was wir auch gesehen haben, ist, dass hier so ein Potpourri von unterschiedlichen Rollen, die Putin immer wieder einnimmt, die er von Anfang an eingenommen hat. Denn wie er an die Macht gekommen ist, war er unbekannt, es war ein unbeschriebenes Blatt. Und etwas, was er, eine Rolle, die er eingenommen hat, war jene des Feldherrn. Er hat dann auch gleich begonnen mit Tschetschenien, Tschetschenienkrieg, Georgien, Syrien, Ukraine. Etwas anderes ist die Rolle des Zaren, Zar Putin. Das ist etwas, wo er sich auch sehr gerne inszeniert. Auch die Rolle des Sportlers sehen wir immer. Und auch, was jetzt in dieser Pressekonferenz war, er nimmt dann so eine Rolle ein, also auf der einen Seite dieser starke, mächtige Führer des Landes und auf der anderen Seite etwas, wo es menschelt, etwa wenn er sagt, er nimmt die Sorgen von einer Pensionistin auf und wird sich da darum kümmern. Also ein richtiges Potpourri von unterschiedlichen Rollen. Man kann sagen, Putin ist ein Verwandlungskünstler. Oberst Reisner, Sie sind der Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung der Theresianischen Militärakademie und in einem Vortrag vor kurzem haben Sie genau hier eben auch diesen Konnex gehabt. Hier spielt ja Russland mit dem Sieg zum Beispiel der sowjetischen Soldaten gegen den Tigerpanzer, jetzt geht es gegen den Leopardpanzer, aber insgesamt jetzt als erstes gleich die Frage an Sie. Ich habe den Economist am Anfang eben zitiert, der meint, den Krieg hat Russland vorerst gewonnen und sein größter Trumpf ist eben dieser fehlende strategische Weitblick Europas. Würden Sie diesen Befund teilen? Ja, das ist tatsächlich so. Der Punkt ist, dass man einen Krieg nicht halbherzig führen kann, sondern man muss tatsächlich alles, was notwendig ist, im Prinzip mobilisieren, um tatsächlich einen Sieg zu erreichen. Und wir sehen also, dass Europa gedacht hat am Beginn, dass es mit Sanktionspaketen, mit einem natürlich auch durchaus signifikanten Umfang an Hilfsmitteln, das Auslangen finden wird. Das war aber nicht der Fall. Man konnte sehr rasch erkennen, dass trotz des Misserfolges des Einmarsches der russischen Armee in der Ukraine man sich erfangen hat. Das war also erkennbar im April, Mai des ersten Kriegsjahres. Und man hat gesehen, dass die russische Armee begonnen hat, entsprechend sich anzupassen. Und ich habe auch immer davor gewarnt, dass man die Russen nicht unterschätzen darf, denn sie werden versuchen, quasi über den Faktor Zeit entsprechend ihre Streitkräfte neu auszurichten und einfach natürlich auf das, was also vorhanden ist an militärisch-industriellen Produktionsstätten in Russland, das ja nicht angegriffen wird, faktisch im Gegensatz zu dem Zustand, unter dem die Ukraine leiden muss, zu nützen, um dann quasi auf der Zeitachse einen Erfolg zu haben. Und so sieht es aus, denn wir haben also jetzt den Moment, wo man tatsächlich zu einem Art Kulminationspunkt kommt, also den Punkt, wo man umso mehr die Ukraine unterstützen müsste. Und da ist jetzt genau der Moment, wo Europa oder auch die USA zaudern und man nicht weiß, wie man weitermachen soll. Herr Selmayr, die EU zaudert. Heute hat auch Garry Kasparov, der ist ja mehrfacher Schachweltmeister, Sie haben in Ihrem Vortrag das eben auch so gezeichnet, eben als Schachbrett. Und der Generalstabschef, der ukrainische, nennt das ja eine Pattsituation. Eine Pattsituation ist eigentlich ein Remis, also wo man überhaupt, wo keiner mehr ziehen kann und man nichts mehr machen kann. Aber Garry Kasparov, der mehrfache Schachweltmeister, heute in einem Welt.de-Interview sagt ja, die Ukraine droht zu verlieren, dem Westen ist das egal, der Westen ist schuld daran. Wenn Sie das alles hören, warum hat hier die EU gezaudert? Also dem Westen ist das sicher nicht egal und sicher nicht der Europäischen Union, denn wir stehen weiterhin an der Seite der Ukraine und zwar unerschütterlich, wie die Staats- und Regierungschefs von 27 Staaten gerade in Brüssel beschlossen haben. Wir haben das nochmal betont und sie haben auch gemeinsam beschlossen, dass wir das so lange tun, solange es notwendig ist. Denn wir wissen, wenn Putin diesen Krieg gewinnt, dann ist niemand in Europa sicher. Und deshalb, ich verstehe, dass einige denken vielleicht, dass der Westen jetzt nachlässt, weil es tatsächlich eine Schwierigkeiten gibt. Wir sind, wie Oberst Reisner zu Recht sagt, einem ganz entscheidenden Punkt. Aber ich glaube, genauso wie man am Anfang des Krieges Russland völlig überschätzt hat, tut man jetzt die Europäische Union und den Westen völlig unterschätzen. Die Europäische Union hat in Brüssel gerade drei sehr wichtige Entscheidungen getroffen.
Ich glaube, wenn man sich das anschaut, ist das sehr überraschend, alle drei Entscheidungen. Also ich bin ein Optimist, aber ich habe das am Mittwochabend noch nicht so erwartet, dass das gelingen wird. Die erste Entscheidung war die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine. Das war die schwierigste Entscheidung und die wichtigste Entscheidung. Denn diese Entscheidung zeigt erstmal der Ukraine, dass wir 10 Jahre, nachdem sie sich dazu bekannt hat, einen europäischen Weg zu gehen, dass wir mit ihr verhandeln. Das hätte niemand für möglich gehalten vor 3, 4 Jahren, auch noch nicht vor 2 Jahren. Und jetzt passiert das. Die Ukraine wird ihr Wunsch, in die europäische Familie zu kommen, wird positiv beantwortet. Die Verhandlungen werden aufgenommen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und normalerweise einstimmig. Ich lasse Sie natürlich gleich die beiden anderen. Aber einstimmig, weil es eben, wir haben am Schluss es erwähnt, eine elegante Lösung nennen wir es. Dafür gibt es häufig solche elegante Lösungen. War nicht das erste Mal, dass jemand aus dem Raum gegangen ist. Auch nicht das letzte Mal übrigens. Das passiert ab und zu mal. Es macht nur nicht jemand so ein großes Brimborium darum, wie das jetzt einer der Staats- und Regierungschefs gemacht hat. Aber es ist eine elegante Lösung, die man in der Vergangenheit schon häufig angewandt hat. Aber dieser Beschluss ist getroffen worden. Und ich glaube, das Wichtige ist, wir sollten etwas mehr über die reden, die im Saal waren und nicht über den, der rausgegangen ist. Denn die haben diese Entscheidung getroffen. Es geht um Viktor Orban, aber natürlich müssen wir, sagen Sie noch die zwei anderen wichtigen Beschlüsse, aber wir müssen über Orban reden, weil natürlich er ein Veto eingelegt hat, genau für die 50 Milliarden, die natürlich dringend benötigt werden. Der zweite Beschluss, ja, aber wenn er ein Veto eingelegt hätte zu den Beitrittsverhandlungen, das hätten wir nicht überkommen können. Ja, deshalb, in diesem Punkt, diese Entscheidung ist Gott sei Dank getroffen worden. Die können wir nur zu 27 treffen und die ist zu 27 getroffen worden. Die zweite Entscheidung war die Verlängerung und Erweiterung der Sanktionen, das 12. Sanktionspaket. Ganz, ganz wichtig, dass wir weiterhin, der Oberst hat es völlig zu Recht gesagt, die Sanktionen sind zu schwach gewesen. Wir müssen sie deshalb weiterhin verschärfen, verstärken und auch in der Durchsetzung intensivieren. Und das ist ebenfalls gelungen, einstimmig. Da redet gar niemand darüber, dass das einstimmig gelungen ist, weil wenn tatsächlich Viktor Orban alles sabotieren würde, dann hätte er das doch sabotiert. Und dann die Finanzierung. Ja, die ist extrem wichtig, aber hier macht die Europäische Union das Gegenteil von zaudern. Hier hat die Europäische Union gesagt, wir zahlen normalerweise an die Ukraine im Monat 1,5 Milliarden Euro aus. Das wird übrigens in den nächsten Tagen wieder überwiesen, das hat Kommissionspräsidentin von der Leyen gerade angekündigt. Also das machen wir. Jetzt geht es aber darum, Sicherheit für die Zukunft zu schaffen und deshalb haben wir alles zusammengenommen und sagen, für die nächsten 3 Jahre 50 Milliarden Euro, das ist ein Riesenbatzen Geld, aber das soll auch sicherstellen, dass die Ukraine weiß, sie wird weiter unterstützt. Und diese Entscheidung haben 26 unterschrieben in allen Details. Und jetzt hat Herr Orban die Wahl, ist er dabei oder nicht? Jetzt hat er gesagt, ich bin nicht dabei. Jetzt geben wir ihm noch mal 4 Wochen, dass er sich vielleicht was anderes überlegt. Sonst machen wir es ohne ihn. Ungarn ist ja nicht der Hauptfinanzgeber der Europäischen Union, sondern wir können das zu 26 beschließen. Und wir werden es zu 26 beschließen, wenn es notwendig ist. Und deshalb ist es eine wichtige Nachricht auch für die Ukraine. Diese 50 Milliarden Euro werden fließen. Aber noch mal eben zur Konkretisierung. Wie könnte dieser Plan B oder C eben aussehen, wenn Viktor Orban eben es sich nicht überlegt in 4 Wochen bei diesem Sondergipfel im Jänner? Frau Weitere, das ist eine technische Frage. Wir können jederzeit einen Beschluss zu 27 treffen. Aber wenn es um Geld geht, das ist ja das Geld der Mitgliedstaaten, können wir das auch in einen separaten Topf tun, den nur 26 unterstützen. Wir haben hier beispielsweise auch die Europäische Friedensfazilität für Militärhilfen. Da machen die neutralen Staaten nicht im vollen Umfang mit. Wir haben das in anderen Fällen ebenfalls gemacht. Also technisch ist das ohne weiteres möglich. Die Europäische Kommission hat das bereits vorbereitet. Und Ende Januar werden die 50 Milliarden entweder von allen 27 beschlossen oder in einem separaten Rahmen von 26. Das Entscheidende ist, bei der Ukraine wird dieses Geld ankommen. Herr Botschafter Kiminetz, sind Sie zufrieden mit dem, was sich jetzt diese Woche abgespielt hat in Brüssel? Ja, tatsächlich, diese Woche hat einige wichtige Ergebnisse für uns gebracht. Einmal, wie der Kollege Martin Sellmann jetzt erwähnt hat, die Entscheidung, die Beitrittsverhandlungen zu beginnen. Das ist wirklich eine historische Entscheidung. Historische Entscheidung für uns, für die Ukraine, dass wir jetzt noch einen nächsten Schritt bekommen von der EU, dass wir ein Teil Europas sind, der europäischen demokratischen Gemeinschaft. Zum Zweiten war das auch eine Entscheidung auch Richtung Russland, dass die EU nicht mehr bereit ist, die sogenannten grauen Zonen zu anerkennen, dass die EU auch den Willen hat, in schwierigen Situationen auch eine Entscheidung zu finden. Die Diskussion hat auch, oder haben wir gesehen, wie es auch die Lösung gefunden wurde. Diese Entscheidung ist auch wichtig, weil wir auch gesehen haben, wir haben es mitverfolgt, wie stark auch die russische Propaganda die letzten Wochen
gezeigt hat, um die Ukraine im schlechten Licht darzustellen, um diese Chance zu vertan. Beispielsweise, es wird keine Entscheidung geben, es lohnt sich nicht, die Ukraine zu unterstützen. Die Hilfe für die Ukraine ist aussichtslos. Also das heißt, auch hier hat man dann gezeigt, dass die EU stark ist, dass die EU auch weitsichtig ist. Wichtige Entscheidung ist auch die Zusicherung wegen 50 Milliarden für die Unterstützung der ukrainischen Wirtschaft. Das ist auch Ergebnis dessen, dass die EU sehr, sehr richtig erkennt, dass wie Russland die ukrainische Wirtschaft, unsere Wirtschaft ruiniert, zerstört. Und da ist hier auch eine Antwort, dass die EU, der Westen, weiter mit der Ukraine, auf der Seite der Ukraine steht, dass die EU auch die Ukraine unterstützen wird. Vergessen wir auch nicht, diese Woche waren auch die Entscheidungen von einigen europäischen Regierungen, die Ukraine in militärischen Sachen zu unterstützen. Ich meine jetzt unsere nordeuropäischen Nachbarn. Wir haben auch ein Signal bekommen aus Washington, aus den USA, dass sowohl Republikaner als Demokraten, dass die bereit sind, jetzt nächste Woche zusammenzukommen, um wichtige Pakete zu beschließen, wo auch um die Unterstützung der Ukraine geht. Das heißt für mich, um das alles jetzt mal als Resümee, der Westen, insbesondere Europa, erkennt schon sehr deutlich an, wie gefährlich Russland, wie gefährlich Putin, nicht nur für die Ukraine, sondern für die Zukunft Europas ist. Und da muss jetzt gehandelt werden, wenn Sie wollen auch. Für mich ist das auch Signal der Bereitschaft anzuerkennen, das einfach auszusitzen, geht es nicht. Es ist jetzt mal die Stunde der Wahrheit für die ganze demokratische Gemeinschaft. Bei den USA fehlt aber noch natürlich der Haushaltsbeschluss, weil es ist beschlossen worden, jetzt bis, glaube ich, Ende 2026 je 300 Millionen Euro pro Jahr. Gefordert hat US-Präsident Biden ja 61 Milliarden Euro. Es geht um 61 genau, Milliarden. Aber apropos eben USA, Herr Reutner, Sie sagen, der EU fehlt aber dieser Weitblick, nämlich der Weitblick in den Herbst bzw. Spätherbst nächsten Jahres, wenn eben ein anderer Mann wieder Präsident werden könnte. Aber wie sehen Sie diese Situation insgesamt? Weil Sie sagen, Sie sind ja auch Mitglied des Versöhnungsbunds, des Internationalen. Das sind 50 bis 60 Länder weltweit, wo man ja versucht, abseits von militärischen Mitteln zu Lösungen zu kommen, auch wenn vor Weihnachten ist, gibt es Haltegriffe, also für die Hoffnung eines Friedens. Sie sagen Verhandlungen. Ich sehe es ein Stück weit auch wie Sie, dass wir nicht warten dürfen, wie sich die Situation entwickelt, sondern tatsächlich handeln sollen. Die zentrale Frage, die sich für mich stellt, wenn Sie jetzt sagen, wir schauen ein Jahr nach vor, ist es einmal wichtig, ein Jahr zurückzuschauen. Und da haben wir die Situation gehabt, dass wir aus dem US-Generalstab und verschiedenen anderen hochrangigen Militärs, die gesagt haben, wir werden diese Situation auf militärischem Wege nicht lösen können. Zumindest nicht in ihrer vollen Entfaltung aller Ziele. Was wir natürlich schon auch immer wieder da im Hintergrund sehen müssen, ist erstens einmal das unglaubliche menschliche Leid, das sich hier zuträgt. Die Menschen, die vor diesem Krieg davonlaufen müssen, Lebensentwürfe, die da zerbrechen, das gilt es immer auch zu sehen. Und gleichzeitig aber auch immer so diese Ursache, wer hat den Krieg begonnen? Ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg der Russischen Föderation und eine vielfache Verletzung des humanitären Völkerrechts. Aber wie kommen wir jetzt heraus aus dieser Sache? Das ist sozusagen immer der konstruktive Weg, Lösungen zu suchen. Wenn wir jetzt sagen, der Westen und Putin, dann glaube ich, vernachlässigen wir da eine Dimension. Wir haben ja in der Generalversammlung der Vereinten Nationen sehr viele Entschließungen gehabt, wo es darum geht, den Artikel 6, also alle friedlichen Instrumente entsprechend ins Zentrum zu führen. Das heißt Verhandlungen, Dialogprozesse,
zivile Mittel, friedliche Mittel entsprechend auszuspielen. Das hat eine große Mehrheit gefunden. Und ich glaube, dass genau diese Art und Weise, wie man das gegenwärtig im Westen betreibt, dass man sagt, es ist wichtig, Sanktionen zu unterstützen. Wir haben jetzt das 12. Sanktionspaket. Es gibt große Zweifel, wie diese Sanktionen funktionieren, wenn man sich die aktuelle Lage anschaut. Und zum Zweiten Waffenlieferungen. Wir sehen, im globalen Süden sind sehr viele Staaten, die überaus skeptisch gegenüber dem Krieg sind, die ihn ablehnen, die sagen, Russland muss seine Truppen zurückziehen, aber die nicht bereit sind, Waffen zu schicken und Sanktionen zu verhängen. Und wenn wir hier versuchen, diese diplomatische Initiative mit hereinzunehmen, gerade weil sich seit einem Jahr auf dem Schlachtfeld sehr wenig bewegt, genau deswegen dieses strategische Moment aufzunehmen und hier die Staaten des globalen Südens ein Stück weit mit ins Boot holen, um politischen Druck auszuüben. Ich halte es auch für ein ganz zentrales Moment und ein zentrales Signal in den internationalen Beziehungen, schlicht und einfach gesprächsbereit zu sein. Und wie gesagt, auch bei den letzten Resolutionen der Generalversammlung hat es geheißen, die Anstrengungen im diplomatischen Sinne sind entsprechend zu verdoppeln und sind zu erhöhen. Nur tut es der Westen. Der Westen sagt, das ist abhängig davon, wie die Ukraine die Ziele definiert. Ich verstehe es durchaus, dass sie das so tut. Aber die Frage ist ja immer wieder, wie können wir menschliche Sicherheit und menschliches Leid reduzieren, menschliche Sicherheit herstellen und Leid reduzieren? Das ist unser zentraler Punkt. Also ich teile den Wunsch nach Frieden, ne? Und ich sehe da auch das menschliche Leid. Ich glaube, erstmal müssen wir sagen, ob die Ukraine sagt, mir ist das egal, ob jemand mein Land wegnimmt. Und dann, das muss die Ukraine selber entscheiden am Ende. Das können wir nicht für die Ukraine entscheiden. Also ich bin da immer ganz, ganz bescheiden. Weil die Ukraine ist das Land, das hier angegriffen worden ist. Das ist das Erste. Das Zweite ist, natürlich ist der Westen, die Europäische Union und die USA und andere natürlich verhandlungsbereit insofern, dass wir Gespräche führen. Es finden Gespräche statt. Und zwar sehr, sehr wichtige Gespräche. Die Gespräche, die in Kopenhagen begonnen haben, der nationalen Sicherheitsberater, fortgesetzt worden sind in Jeddah und in Malta, die jetzt im Januar weitergeführt werden in Davos, in der Schweiz. Ganz, ganz wichtige Verhandlungen. Es sind nämlich nicht nur die Sicherheitsberater des Westens dabei, sondern China bereits dabei, es ist jetzt der globale Süden dabei, es ist die arabische Welt dabei. Kann man das Friedensgespräche nennen? Das sind Gespräche, die auf der Basis der Resolutionen der Vereinten Nationen stattfinden, auf der Basis der Peace-Formula von Präsident Zelensky. Und natürlich, einer kommt zu diesen Sitzungen nicht. Wir müssen überlegen, mit wem verhandeln wir? Also die Staatengemeinschaft, die überlegt sich und verhandelt, überspricht darüber, wie können wir Frieden erreichen. Aber derjenige, der den Frieden mit einer Entscheidung herstellen könnte, Wladimir Putin, der ist überhaupt nicht bereit. Und wir haben das diese Woche gesehen in seinen Fernsehauftritten. Er hat das deutlich gesagt. Er hat wieder davon geredet, Entnazifizierung, Entmilitarisierung, wie Sie gesagt haben, als ob die Ukraine den Krieg angefangen hat. Also es gibt keiner der Bereitschaft bei Wladimir Putin. Der muss jetzt übrigens wiedergewählt werden. Das ist zum ersten Mal nicht ganz so einfach wie in der Vergangenheit. Für die russische Bevölkerung merkt schon, dass nicht alles ganz in Ordnung ist. Der ist ja richtig im Wahlkampf, hat man ja gesehen diese Woche. Wie ein Zar hat er sich präsentiert, wie der Vater. Sie haben das wahrscheinlich perfekt geschildert. Aber das macht er augenblicklich. Er inszeniert das, weil er offenbar seine Macht stabilisieren muss, weil er vielleicht auch ein bisschen sich Sorge macht. Also er ist auch nicht bereit zu sagen, ach, war ein Fehler, das lasse ich jetzt, sondern er macht weiter. Und wie er das genau schaffen will, weil er sagt, auch klar, ich werde keine weiteren Menschen mobilisieren und an die Front schicken, das wird ein bisschen schwierig, wie Herr Obersreisner sicher auch sagen kann, weil irgendwann ist es auch eine Schlacht, wo Menschen eingesetzt werden. Und er hat ja extrem viele russische Soldaten und junge Menschen aus Russland an der Front verheißt. Viel mehr als die Ukraine, weil die Ukraine ist demokratischer Staat, das sehr viel verantwortlicher gemacht hat. Auch hohe Verluste, aber die russischen Verluste gehen natürlich weit über die ukrainischen Verluste hinaus. Frau Reiter, darf ich vielleicht jetzt den Zuseherinnen und Zusehern noch einmal daran erinnern, worum es in diesem Krieg geht? Eigentlich gibt es keinen Grund für Russland, unser Land zu überfallen. Das heißt, der Grund einziger ist, dass der Putin uns, die Ukraine, einfach auslöschen möchte. Das heißt, uns das Recht auf Existenz spricht er ganz deutlich ab. Diese Woche haben wir, wie Herr Sellmayr jetzt festgestellt, haben wir es gesehen, dass Putin, wie tief er in diesem Krieg ist, dass er außer Krieg jetzt sich nicht, außerhalb von Krieg, er kann sich nicht jetzt mal vorstellen. Das heißt, er hat auch klar gesagt, und das müssen wir auch anerkennen, darüber müssen wir sprechen, es gibt in diesem Krieg keine Möglichkeit für irgendwelchen Kompromiss.
Es geht jetzt nicht um ein Grenzgebiet, wo vielleicht mal hier ein Kompromiss gefunden könnte. Es geht jetzt darum, dass wir uns verteidigen oder dass wir nicht weiter existieren werden. Sorry, aber das ist die Realität und diese Realität wird auch in Europa mehr und mehr verstanden. Das heißt, es geht jetzt heute darum, dass die Ukraine sich verteidigt, dass die Ukraine das Recht hat laut UNO auf die Selbstverteidigung. Von der anderen Seite auch die demokratische Welt sieht, dass es auch um die Zukunft, dass hier Weichen gestellt werden, welche Ordnung wir in der Welt haben werden. Wenn wir die Ordnung haben, welche auf das Gesetz, auf die Prinzipien, auf das Völkerrecht basieren wird, oder die Ordnung auf eine Willkür, das, was Putin will. Das heißt, ich möchte hier ganz klar sagen, in dieser Situation gibt es keine Möglichkeit, es gibt kein Thema zu Verhandlungen. Weil Verhandlungen, das würde nur eines bedeuten, die Ukraine zu zwingen zu Kapitulation. Weil Putin hat jetzt auch diese Woche hat's klar gesagt, das alles ist er. Das heißt, er hat jetzt einige Teile der Ukraine besetzt. Aber das ist zu wenig, weil er sofort sagen wird, ich möchte mehr. Er hat Odessa erwähnt, er hat auch andere Städte erwähnt. Und wir haben seit 2014, eigentlich seit dem Beginn des Krieges, wir haben mehr als 200 Runden Verhandlungen mit Russland geführt. Ergebnis sehen wir alle. Ich möchte noch mal ganz kurz in Erinnerung rufen, was die Kriegsziele Russlands sind. Und das hat Präsident Putin am 21. Februar, drei Tage vor dem Kriegsausbruch, klar gesagt. Und an erster Stelle stand, dass er der Ukraine jede Selbstständigkeit abgesprochen hat. Er hat sie als Kunstgebilde bezeichnet. Eine Laune der Geschichte, so hat er es genannt. Das Zweite, was er gesagt hat, er kann also nicht akzeptieren, dass die Ukraine als Teil der NATO es zulässt, dass Raketen stationiert werden auf dem ukrainischen Territorium und Russland bedrohen. Das hat er also quasi von sich gewiesen. Er hat gesagt, dass er kann es nicht zulassen, dass man Russland das Messer an den Hals setzt, im Wesentlichen. Und das Dritte, was er gesagt hat, und das war auch interessant, und das geht auch in die Richtung, wie Sie gesagt haben, so hat er gesagt, die Sowjetunion war eine Zeit der Ruhe und Ordnung und seit die Sowjetunion nicht mehr besteht, herrscht Chaos. Und damals haben viele richtigerweise abgeleitet aus dieser Aussage, dass die Ambition viel größer ist als die der Ukraine. Und wenn wir genau hinschauen, was diese Woche auch passiert ist in den letzten 24 Stunden, so sieht man, dass Russland und hier Putin sich in einer absolut Machtposition sehen. Denn wie sonst könnte es sein, dass man mittlerweile auch Finnland wieder droht? Finnland, ja. Da wollte ich Sie naja, fragen, wie Sie das sehen. Genau, das heißt, offensichtlich fühlt er sich so zufrieden in der Art und Weise, wie der Krieg verläuft, aus seiner Sicht. Ja, und sagt, dass man zu so viel Selbstvertrauen, dass er auch wieder die Ambition wie damals quasi weitersetzt als die Ukraine. Und das muss uns bewusst sein. Und es geht nicht nur um den Krieg zwischen der Ukraine und Russland, sondern wir haben das auch schon vorher gehört, es geht um die Auseinandersetzung des globalen Nordens gegenüber dem globalen Süden. Russland alleine könnte diesen Krieg nicht führen und auch nicht gewinnen. Aber es ist ja nicht Russland alleine, sondern es sind viele Staaten im Hintergrund, die eine große Rolle spielen. Ob das jetzt Indien ist, China oder andere Staaten, die es möglich machen, dass Russland diesen Krieg gegen die Ukraine führen kann. Und die traurige Wahrheit ist, dass der globale Süden es ganz gut findet, dass wir im globalen Norden einmal Not leiden müssen, vielleicht in Zukunft. Und das muss uns bewusst sein. Jetzt möchte ich nur doch mit Finnland, weil das viele noch gar nicht wissen. Also Putin hat angekündigt, hier das Militär zu verstärken an der Grenze eben zu Finnland, eben als Reaktion, weil sie im April in diesem Jahr zur NATO beigetreten sind. Und daraufhin hat US-Präsident Biden eben gewarnt vor einem eventuellen Angriff auf ein NATO-Land. Und Putin sagt, das ist völliger Unsinn. Russland hat keinen Grund, kein Interesse, kein geopolitisches Interesse, weder wirtschaftlich, politisch noch militärisch mit NATO-Ländern zu kämpfen. Wie glaubwürdig ist das? Entschuldigung, wenn Sie mir erlauben. Ja? Genauso hat er vor dem 2014 gesagt. Genauso inhaltlich. Vielleicht statt Ukraine hat jetzt Finnland. Und dann genauso auch vor dem 24. Februar, also auch früher. Und deswegen ist das dieselbe Rhetorik. Wichtig ist zu verstehen, dass ein Konflikt oder ein Krieg nicht unmittelbar im Schützengraben erst zum Konflikt oder zum Krieg wird, sondern schon weit früher beginnt eigentlich. Wir nennen das eine Art der hybriden Kriegsführung. Und man muss also klar sagen, dass Russland, aber auch Staaten wie China
bereits seit Jahren versuchen, gegen uns wirksam zu werden. Gerade auch in der Corona-Krise zum Beispiel, wo man versucht hat, ganz gezielt, auch im Cyberraum, überall dort, wo die kleinen Risse in der Gesellschaft erkennbar waren, nachzusetzen und diese Risse größer zu machen. Und das ist das Ziel, also hier Unruhe zu schaffen, hier Zweifel zu schaffen. Das größte Problem, das wir haben im Westen, ist, dass unsere Regierungen die Deutungshoheit verlieren. Man glaubt uns nichts mehr. Warum? Weil im Hintergrund gerade auch Staaten wie Russland und China daran arbeiten, über hybride Mitteln Misstrauen zu sehen und genau die Basis zu schaffen, die dann die Grundlage ist für einen möglichen Sieg dieser Staaten. Und das erkennt man also hier sehr gut. Das heißt, man muss also vorsichtig sein und immer warten auf diesen Konflikt selber, sondern er hat schon begonnen, vor Jahren im Wesentlichen, und wird gegen uns geführt. Frau Schätzl, Max, darf ich ganz kurz, was auch immer wieder zumindest andiskutiert wird, ob man diesen Krieg, ob man quasi einen Frozen Conflict, also dass man das Ganze einfriert, so wie es jetzt ist, was könnte oder würde das bedeuten? Ja, bei Frozen Conflict denkt man natürlich gleich an Korea. Das heißt, es ist zu einem Waffenstillstand gekommen, aber nicht zu einem Frieden. Und ein Frozen Conflict bedeutet immer, dass das auch ein heißer Krieg werden kann. Und in Korea sieht man, das Land ist geteilt, die Bevölkerung ist geteilt und das driftet jetzt immer mehr auseinander. Also das ist etwas, was eine Notlösung ist. Also man hat damals einen Modus Vivendi gefunden, weil sich keine andere Form der Beendigung des Krieges gefunden hat. Das ist immer die Frage, wie fangen Kriege an, so wie Sie gesagt haben, und auch wie hören Kriege auf am Schlachtfeld mit einer Entscheidungsschlacht, das ist das eine, mit Verhandlungen, mit Verträgen, das ist das andere. Das ist so, wie der Herr Botschafter gesagt hat, im Moment kann man da nicht sinnvoll verhandeln, wenn die Souveränität, die Eigenstaatlichkeit der Ukraine von Putin ausgelöscht werden möchte. Also da stellt sich dann wirklich immer die Frage, wo kann das hinführen? Und weil Sie das menschliche Leid angesprochen haben, das ist natürlich etwas, was wir auch immer im Auge behalten müssen. Also was da jetzt passiert, auch wenn der Krieg militärisch aufhört, die Folgen des Krieges, das ist etwas, was eingebrannt ist in die Landschaften, in die Biografien von Menschen und das wird uns über Jahrzehnte hinaus begleiten. Also allein wenn man denkt an diese Generation von Kindern des Krieges, die jetzt gerade neu entsteht. Und weil wir da auch gesprochen haben über Werte und wieso so wichtig ist, dass sich Europa so und die EU so engagiert. Es geht im Endeffekt, und da kann man vielleicht, oder nicht vielleicht, da kann man, glaube ich, auch von einem neuen kalten Krieg sprechen, von einem Konflikt der Werte. Und zwar geht es hier um die Demokratie auf der einen Seite und um ein autoritäres System auf der anderen Seite, also dieser Konflikt der Werte und wie im Kalten Krieg, der 91 mit dem Zerfall der Sowjetunion geendet hat, was bei Putin noch immer Phantomschmerzen auslöst und mit ein Grund ist für dieses Sammeln der russischen Erde, Russkij Mir, was jetzt zum Krieg geführt hat. Da war es ja auch so, dass alte Feindbilder werden jetzt wieder belebt. Also das Feindbild des Westens, das Russland bedroht. Also das ist so ein Narrativ aus dem Kalten Krieg, das wir jetzt in der jetzigen Situation wiederfinden. Und etwas, was natürlich eine ganz große Rolle spielt, das ist diese atomare Bedrohung, wo man sich gedacht hat, das ist eigentlich schon abgeschlossen und jetzt kommt es wieder hoch, gemeinsam auch mit dem Thema des Aufrüstens schlechthin. Also wir sind in einem neuen kalten Krieg, muss man sagen. Entschuldigung, Sie wollten noch dann. Ich würde noch ganz gerne. Ich glaube, dass wir, also nur machen Sie. Ja, ja. Die, weil Sie das aufgeworfen haben mit der Frage der Selbstverteidigung. Ich glaube, das ist Völkerrecht und das steht auch in den internationalen Beziehungen klar. Es gilt selbstverständlich das Recht auf Selbstverteidigung. Wenn man jetzt über Gespräche und alles, was an ernstzunehmenden Vorschlägen da ist, dann legt ja kein Gesprächsformat im Vorhinein fest, die Ukraine hat das oder das herzugeben. Das sind Fahrpläne. Wenn ich jetzt an diesen Fahrplan denke, den der erfahrene Außenpolitiker Horst Teltschik von München, ehemalige Münchner Sicherheitskonferenz vorgelegt, gemeinsam mit dem General Kujat. Also das heißt, das sind Punkte, wo man nicht
etwas vorschreibt, sondern einen Prozess vorgibt. Können Sie da sagen, was da vorgelegt wurde? Mhm. Da ist ein Plan vorgelegt worden, wie sich ein Fortschritt ergeben kann in Bezug auf ein Gesprächsformat. In einer ersten Phase natürlich ein Waffenstillstand, den zu verhandeln, insbesondere unter Einbeziehung der internationalen Organisationen, besonders der UNO und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Im zweiten Schritt Gespräche, aber nicht vorwegzunehmen, was soll das Ergebnis sein, sondern das ist Gegenstand der Gespräche, festzulegen, was sind die Ausgangssituationen, mit welchen Mitteln wollen wir da hinkommen, dass es diplomatische Mittel sind, welche Aspekte, dass man möglicherweise aus einem Prozess vorerst noch ausklammern sollte, um Fortschritte in Bezug auf menschliche Sicherheit und menschliches Leid herzustellen. Und der dritte Punkt ist, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ist, wie können wir am Ende die Frage einer europäischen Friedens- und Sicherheitsordnung thematisieren? Das kommt in diesem Plan vor, das kommt aber auch in sehr vielen anderen vor, was Emmanuel Macron vorgeschlagen hat, was der ehemalige italienische Außenminister vorgeschlagen hat. Da gibt es viele Pläne in diese Richtung. Also ein Fahrplan und nicht ein Vorwegnehmen von irgendwelchen Dingen, welche die Konditionen sind, was wer herzugeben hat oder was wer jemand zu kriegen hat. Das ist ein ganz wichtiges Kennzeichen von ernstzunehmenden Plänen, die vorliegen. Herr Selmayr, dann bitte. Ich finde es sehr gut, dass man über sowas nachdenkt. Und das ist natürlich auch allgemein, Gott sei Dank, bekannt bei den Entscheidungsträgern. Wir sollten aber nicht vergessen, es erinnert mich ein bisschen an die Situation 2014. Ja. Ja, da wurde auf einmal von einem Tag auf den anderen die Krim annektiert und es fielen russische Soldaten im Osten der Ukraine an. Dann sagten alle, Verhandlung, das war das, was der Westen sagte. Dann gab es das Minsk I und das Minsk II Abkommen, wo man genau das festgelegt hat, nämlich Roadmaps. Und wozu hat das geführt? Es hat so geführt, dass Putin sich gruppieren konnte, dass er Zeit gewonnen hat, dass er uns auch in Sicherheit wiegen konnte, dass er die ganzen Staats- und Regierungschefs des Westens angelogen hat. Das hat er sowohl gegen den Deutschen, auch den Franzosen, den Briten, den Amerikanern gemacht. Und alle haben gedacht, naja, das ist viel besser, wenn wir zusammensitzen und verhandeln. Und zwischenzeitlich hat er jeden Tag weiter daran gearbeitet, sich einen weiteren Teil der Ukraine einzuverleihen. Wir müssen aufpassen. Wir sind in einer hochgefährlichen Situation. Und ich würde mal sagen, noch hat Putin diesen Krieg nicht gewonnen. Augenblicklich ist es maximal ein Patt. Ich würde sagen, augenblicklich ist eine Pause. Es kommt sehr darauf an, was wir Europäer, der Westen, bis zum Jahresbeginn alles auf die Beine stellen werden. Und ich bin da sehr viel zuversichtlicher als die Pessimisten im Economist. Und ich glaube, wir müssen noch eins sehen. Putin ist ein Diktator, ein Autokrat, der natürlich extrem viel auch als Drohszenarios in seiner Irrationalität, die er uns zeigen will, an die Wand wirft. Die Grenze zu Finnland, weil Sie das eben angesprochen haben, das sind 1350 Kilometer. Also wenn er die tatsächlich militärisch besetzen will, so dass er da eine Bedrohung ausrichten will. Ich weiß nicht, wie er das augenblicklich mit welchen Soldaten er das machen will. Er hat 315.000 Soldaten in der Ukraine allein verloren. Er hat dann noch mal mobilisiert, das sind noch viele Soldaten da, aber er hat gerade wieder angekündigt vor der Wahl, dass er auf keinen Fall weitere Soldaten mobilisieren will, dass irgendwie umschichten wird. Also ich weiß nicht, wo diese 1350 Kilometer Grenze augenblicklich wirklich ernsthaft bedroht werden kann. Wir sollten etwas mehr Selbstbewusstsein. Russland ist 13 Mal so klein in seiner Wirtschaftskraft wie die USA. Es ist im Pro-Kopf-Wirtschaftskraft schwächer als Bulgarien. Also es ist sicher ein wichtiges Land und es hat einen autokratischen militärischen Führer, der augenblicklich das Land in eine Kriegswirtschaft verwandelt hat. Aber es ist kein Land, das, wenn wir im Westen zusammenhalten, wo wir wirklich Angst haben müssen. Wir müssen Angst haben, wenn wir ihn durchkommen lassen müssen mit seinem Angriffskrieg und der Verletzung aller Regeln und der Landnahme, die an das schlimmste 19. Jahrhundert erinnert. Die NATO gibt 55% der Weltmilitärausgaben aus, ist ein nukleargerüsteter Militärpakt. Aber nicht sehr, sehr effizient. Ja. Also, sonst, wir können noch nicht mal mehr Munition so schnell produzieren, wie wir das wünschen. Also, Herr Oberst Reißner kann das sicher bestätigen. Wir sind sehr langsam und schwach. Und ich weiß, aus das ganze dem Grund Geld möchte ich auf eine zusätzliche Karte setzen, nämlich auf Gespräche und Verhandlungen. Da muss einer an den Verhandlungstisch kommen. Nur das, was Herr Selmayr gesagt hat, nur ergänzen von der anderen Seite. Diese Versuche, diese Gespräche, jetzt nützen sie nichts. Aus einem ganz einfachen Grund. Putin hat seine Glaubwürdigkeit verloren. Woher kann Herr Telchik oder wer immer wissen, dass das, was Putin sagt, dass wir sich daran halten? Die Politiker in Europa, die müssen einfach aus der Geschichte, aus der jüngsten Geschichte, eine Lehre ziehen.
Seit 2014, wie es gesagt wurde, hat man genug mit Putin geredet. Und das hat nicht dazu geführt, dass die Situation entspannt wurde. Umgekehrt, er braucht die Pause, auch diese gefrorenen Konflikte oder gefrorene Konflikte, wie Sie jetzt auch hier zur Diskussion gebracht haben. Das ist die Chance für Putin, dass sich jetzt auch in dieser Situation, die Situation, wo er auch Schwierigkeiten hat, weil grundsätzlich Putin hat keine nennenswerten Ziele erreicht. Auch in diesem Jahr hat er nichts erreicht. Ja, es geht auch für uns nicht leicht, aber immerhin, wir haben die Korridore im Schwarzen Meer geschaffen, dass wir jetzt Getreideexporte sicher organisieren können. Wir konnten auch verhindern, dass die russischen Offensive auch erfolgreich werden. Wir haben im Süden Territorien befreit. Das heißt, einzige Chance in dieser Situation, die Ukraine jetzt zu unterstützen, zu helfen. Und der Westen hat Potenzial. Der Westen hat Ressourcen mit modernen Waffen, mit Flugzeugen. Und dann können wir die wichtigen Voraussetzungen schaffen, wo auch Russland dann eines Tages sehen wird, ja, es kann jetzt mal zum Gesprächen kommen, aber Gesprächen, wie man zu einem gerechten Ende des Krieges kommt. Das heißt, Wiederherstellung der territorialen Integrität. Zum Zweiten, Russland bzw. Russland zieht sich zurück. Das ist möglich und wir haben es auch gezeigt. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist noch, was wichtig ist, wir, die Ukraine, wir wollen den Frieden vielleicht am meisten, viel mehr als andere Völker. Aber wir verstehen eines, Frieden kommt nur dann, wenn der letzte Besatzer unser Land, unser Territorium verlässt. Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache, dass Russland, Putin, Russland für viele, viele Verbrechen, die sie verübt haben, auch zur Rechenschaft gezogen werden. Das ist das Ziel und dieses Ziel ist machbar. Ihr eigener Generalstabschef, Saluschny, ist eben überhaupt nicht so positiv gestimmt. Er hat ja zwei Interviews der Washington Post gegeben, eins im Juli, wo er extrem zornig war, muss man sagen. Das will ich gar nicht wiederholen. Aber eben auch vor 4 Wochen, wo er eben von dieser Pattsituation gesprochen hat. Und Sie haben in Ihrem Vortrag gesagt, es gibt in Wahrheit drei, also das Ziel, der Weg und die Mittel. Also eines dieser drei Punkte oder alle drei muss man überdenken, wenn es eben nicht mehr funktioniert. Denn tatsächlich, auch wenn die EU sagt, man kann warten bis zum Frühjahr, weil es jetzt im Winter eben nicht möglich ist, durch die Schlammgeschichte mit den Panzern und so weiter zu fahren. Man muss die Zeit nutzen. Aber Drohnen, also man hat gestern am Abend auch wieder eben von diesen und heute von diesen Drohnenangriffen, die inzwischen ja nicht nur auskundschaften, sondern auch zerstören können. Also tatsächlich, wie gefährlich ist jetzt die Situation auch jetzt in den nächsten Wochen und im Winter? Und was braucht die Ukraine? Ja, das sind eine ganze Reihe von Fragen, die so quasi eine ganze Bandbreite aufwerfen. Ganz kurz noch eine Ergänzung zu dem, was Sie gesagt haben. Ja. Wir sind alle naiv. Russland, wenn ich von Russland rede, dann meine ich Putin, nimmt das persönlich. Mhm. Putin hat einen absoluten Misserfolg erlitten beim Einmarsch in der Ukraine. Der kann nicht zurück. Er wird all in gehen. Und wir diskutieren hier, ob man nicht einen Kompromiss finden kann. So wird es nicht sein. Wenn Putin jeden Tag in der Früh den Pressespiegel studiert, der westlichen Zeitungen, dann wird er sich vermutlich freuen, weil er genau das erreicht hat, was er wollte. Nämlich dieses mehr oder weniger Misstrauen innerhalb der Europäischen Union. Das Chaos möglicherweise in den USA und so weiter und so fort. Und er sagt sich, ich habe die Zeit. Ich brauche das nur aussitzen im Wesentlichen. Die schaffen das alle nicht. Ja. Und wenn ich mit der Ukraine fertig bin, werde ich mir das nächste Stück holen. Und ich habe meine Verbündeten hinter mir, denn vergessen Sie nicht, wir haben eine Auseinandersetzung, wo die Ukraine nur ein von vielen Schlachtfeldern ist. Ja, wir haben noch nicht gesprochen über die Sahelzone, über den Nahen Osten, über Aserbaidschan, mittlerweile über Mittel- und Südamerika. Also all diese Dinge, die müssten wir dann mit betrachten. Ja, und das ist so, dass einfach der globale Süden davon überzeugt ist, dass der globale Norden nun in die Defensive getrieben wird. Kommen wir zurück auf die Aussagen von General Saluschny. General Saluschny hat etwas sehr Mutiges gemacht. Er hat das gemacht, was man maximal tun kann als Oberbefehlshaber seiner Streitkräfte. Er hat gesagt, seht her, die Situation ist ernst. Wir waren am Anfang sehr erfolgreich, aber wenn ihr wollt, dass wir gewinnen,
dann müsst ihr uns jetzt helfen, weil die Situation ist prekär. Und was meint er damit? Diese Pattsituation im Wesentlichen. Ja. Und er hat zwei Dinge angesprochen. Das Erste, was er gesagt hat, ganz klar war, er hat auch der USA ausrichten lassen, dass so wie die USA sich das überlegt hat mit dieser Offensive im Sommer, dass das nett war, aber sie einfach nicht alle Mittel hatten, zum Beispiel keine funktionierenden Luftstreitkräfte. Darum hat es nicht funktioniert. Und der Auslöser, warum er das so emotional geworden ist, war, weil man ihm aus den USA ausrichten hat lassen, dass er möglicherweise die falschen Dinge gemacht hat. Und er hat gesagt, jetzt hören Sie mal her, wir stehen hier an der Front, ja, und ihr könnt nicht von uns erwarten, dieselben Dinge zu tun, die ihr leisten könnt, wenn ich nicht die Mittel dazu habe, wie zum Beispiel Luftstreitkräfte. Das war das eine. Und das Zweite, was er in diesem doch aufsehenerregenden Artikel auch geschrieben hat, wo er geschrieben hat, er braucht eine Art Wunderwaffe. Hier hat er in Bezug genommen auf Drohnen. Was ist das Dilemma? Sie müssen sich vorstellen, im Ersten Weltkrieg hat das Stacheldraht und das Maschinengewehr dazu geführt, dass beide Seiten sich gegenübergelegen sind und sie keinen Durchbruch erzielen konnten. Ein elender Krieg. Hunderttausende sind gestorben und wenige hundert Meter. Heute ist das Paradoxe, dass trotz der technologischen Entwicklungen wir in derselben Situation sind. Warum? Weil nämlich die Drohnen dazu führen, dass beide Seiten den anderen sehen. Zu jeder Zeit. Man sieht, wie er sich bereitstellt. Man sieht, wie er ins Manöver geht und kann sofort wirksam werden. Damit gibt es diese Pattsituation. Und er sagt, ich brauche eine Art Wunderwaffe, um diese Drohnen vom Himmel zu bekommen, um das sogenannte elektromagnetische Feld zu beherrschen. Und das Problem ist natürlich, hier gibt es Mittel, aber die Ukraine hat sie nicht in ausreichender Stückzahl. Das heißt, man müsste hier massiv quasi unterstützen. Und damit sind wir auch schon bei den ersten von drei Dingen, die sie brauchen, auf der taktischen Ebene etwas gegen diese Drohnen, also etwas verfügbar zu haben. Das Zweite ist, man muss Russland beginnen, auch in der Tiefe zu treffen, auf der sogenannten operativen Ebene. Dazu braucht die Ukraine weitreichende Waffensysteme, Luft-, Boden- oder Boden-Boden-Waffensysteme. Erst dann kann man Druck ausüben, indem man die russischen Logistikknotenpunkte angreift, die russischen Kommandostrukturen. Etwas Ähnliches hatten wir gesehen mit der Lieferung des amerikanischen HIMARS-Raketenwerfers. Genau. Man braucht wieder so einen Effekt. Aber das ist der Ukraine verweigert. Sie haben Attacams bekommen, diese Army Tactical Missiles, aber nur eine sehr begrenzte Stückzahl. Also so viel, um zu kämpfen, aber nicht um zu siegen im Wesentlichen. Und das dritte Element, das ist jetzt das strategische Element, das Entscheidende. Und da sind wir jetzt genau wieder bei den Drohnen, nämlich das Problem, dass Russland mit der Unterstützung des Irans in der Lage ist, plus die eigens gefertigten Marschflugkörper und ballistischen Raketen, eine strategische Luftkampagne gegen die Ukraine zu führen. Und auf was zielt diese strategische Luftkampagne ab? Auf die Tiefe des Landes, auf die kritische Infrastruktur. Und die Ukraine muss aber die Tiefe des Landes schützen können und die kritische Infrastruktur schützen können, damit sie in der Lage ist, länger Krieg führen zu können. Und damit sie immer bei der Fliegerabwehr, die ganz notwendig wäre, unterschiedlicher Ebene, um die Ukraine entsprechend gut aufzustellen. Und jetzt kommen wir zum Punkt, bei Verhandeln kann man nur dann, wenn man auch eine Position der Stärke hat. Was glauben Sie, wenn Putin weiß, dass die Ukraine verlieren ist, dass er bereit ist zu verhandeln? Wohl kaum. Das, was er jetzt alles aufgezählt hat, ohne die Hilfe der USA wird es nicht gehen. Wir wissen, also sind Sie optimistisch, dass eben im Jänner dann doch dieser Beschluss getroffen wird und die Republikaner einlenken und die Waffen, die er jetzt aufgezählt hat, die die Ukraine braucht, werden die geliefert? Es ist in einer Demokratie richtig, dass man über diese Fragen diskutiert und auch streitet. Und dass es da mal 3-4 Tage länger dauert, als wenn ein Diktator entscheidet, das ist normal und wir sollten vielleicht damit etwas entkrampfter umgehen. Ich bin ganz sicher, dass wir im Januar in den USA eine positive Entscheidung haben. Vielleicht sind es nicht 60, sondern 50 Milliarden Euro, aber es wird, oder Dollar, aber ich glaube, es wird sie geben. Denn die USA wissen auch etwas und das merkt man an der öffentlichen Debatte in den USA. Hier geht es nicht nur darum, was in der Ukraine passiert. Hier geht darum, was in der gesamten Welt passiert. Es geht vor allem in den USA, schaut man sehr in Richtung China. Was passiert da im Südchinesischen Meer? Was glauben Sie, was passiert, wenn man Putin gewähren lässt? Wenn man jetzt sagt, wir stellen die Hilfe ein, kann man gleich sagen, das ist die größte Ermutigung für China, dasselbe im Südchinesischen Meer mit Taiwan ebenfalls zu machen. In den letzten Tagen, ich weiß nicht, wer das mitverfolgt hat, in Südamerika ist etwas Interessantes passiert. Da kommt auf einmal das Land Venezuela und sagt, ich möchte 60% des Nachbarlands Guyana haben und macht darüber eine Volksabstimmung. Das steht gar nicht groß in den Zeitungen. Das zeigt, dass wenn wir zulassen, dass die Friedens- und Sicherheitsordnung der Welt den Kalten Krieg durchstanden hat, die durch das Gerüst der Vereinten Nationen, des Selbstverteidigungsrechts, der territorialen Integrität aufrechterhalten worden ist, wenn wir das einen Knacks da hineinlassen, da kann ganz viel kaputt gehen. Und die USA wissen das. Die Verantwortlichen, auch die Republikaner in den USA, wissen das. Und wir sollten nicht so viel Angst vor Donald Trump haben. Denn ich bin persönlich ganz sicher, dass er nicht wieder Präsident werden wird. Wichtiger Punkt. Was mich an Ihrer Aussage stört, ist Folgendes. Sie sagen, wir können uns darauf verlassen, dass die USA das in den Griff bekommen wird. Ich würde mich darauf vorbereiten, dass es nicht der Fall ist. Wir sollten als Europa
endlich einmal beginnen, unsere sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen selbst zu definieren. Weil es könnte sein, dass wir einen Bauchfleck hinlegen. Und trotz aller lieben Bekenntnisse ist es wieder so, dass wir uns auf die USA verlassen, auch was die militärischen Waffenlieferungen und so weiter bringt. Denn eine Kriegswirtschaft in Europa sehe ich noch nirgends im Wesentlichen. Aber also, da haben wir keinen Widerspruch. Ich bin völlig Ihrer Meinung. Ich sage nur, wir sollten nicht immer so sagen, es geht alles kaputt in den USA, sondern ich glaube, die USA werden das hinkriegen. Wir selber müssen aber unsere Anstrengungen verdreifachen, verfünffachen. Und Sie haben völlig recht. Wir produzieren Waffen in Europa augenblicklich, so wie man Legosteine produziert, während Putin eine Kriegswirtschaft hat. Wir müssen das umstellen. Wir müssen, wie wir Impfstoffe oder andere Dinge produzieren, der Staat muss viel mehr hineingehen, denn sonst werden wir es nicht schaffen. Muss die EU zu einer Kriegswirtschaft kommen? Zu einer Kriegswirtschaft vielleicht nicht, aber zu etwas, was in der Lage ist, so wie wir Impfstoffe produziert haben. Der Staat übernimmt das Risiko, der Staat organisiert das zentral und der Staat sorgt dafür, dass das in einer bestimmten Quantität so schnell wie möglich passiert. Und wir haben nicht viele Monate Zeit. Sehen Sie diese Maßnahmen? Sehen Sie sie? Selbstverständlich sehe ich die. Ja. Ich sehe und all das, was wir augenblicklich sehen, es gibt ja in den Hauptstädten der Europäischen Union Gott sei Dank viele, viele kluge Leute. Ich weiß nicht, ob Sie am Europäischen Rat beispielsweise den österreichischen Bundeskanzler gehört haben, der genau das gesagt hat. Wenn wir Putin jetzt gewähren lassen, dann ist unsere Sicherheitsordnung kaputt. Und das sagen natürlich andere Länder, die nicht neutral sind, noch viel mehr. Deshalb, ich bin sehr zuversichtlich, dass wir es hinbekommen würden. Aber Sie haben recht, wir müssen es hinbekommen. Und wir haben noch 3 Monate Zeit. Aber nennen Sie mir ein Munitionsproduktionswerk, das begonnen hat, im großen Stil Munition zu produzieren. Und zwar nicht nur für die Ukraine, sondern auch für unsere eigenen Armeen, damit wir nämlich auch in einer Position der Stärke sind und damit Russland nicht auf die Idee kommt und hier konkret wieder Putin zu sagen, nach der Ukraine, ich hole mir das nächste Stück. Man muss den Rüstungsunternehmen das Risiko abnehmen, wie man das in solchen Fällen tut. Das ist bislang noch nicht geschehen. Und wenn das geschieht, dann bin ich sicher, dass sie das machen werden. Aber wir müssen diese politischen Entscheidungen treffen. Und wenn man die Beschlüsse des Europäischen Rates zerschießt, steht genau das drin. Wir müssen jetzt beschleunigen und wir müssen vor allem die Dinge liefern, die Sie gerade angesprochen haben, insbesondere auch die Artilleriemunition, aber auch die Luftabwehrraketen. Und es gibt ja Diskussionen in mehreren Mitgliedstaaten, einem wichtigen im Norden dieses Landes. Und ich bin ganz sicher, dass man dort die richtige Entscheidung treffen wird. Frau Stenzel-Marx, ich finde es interessant, dass wir nicht mehr über Waffen sprechen und über Geschenke für die Rüstungsindustrie. Frau Stenzel-Marx, sehr bemerkenswert, die Entwicklung. Aber die Situation ist so, dass wir jetzt... Der Oberst Reisner hat gesagt, Putin nimmt es persönlich. Inwiefern hat wirklich auch seine eigene Geschichte eben für sein Handeln? Was hat das damit zu tun? Putin geht davon aus, dass die Ukraine kein souveräner Staat sein kann. Er hat dieses Konzept von der Ruski Mir, dieser russischen Welt, da gehört Belarus dazu, die Ukraine, Russland. Und es kann auch durchaus sein, dass er im Fall des Falles Moldau zum Beispiel da mit einbeziehen würde und andere Teile. Seine eigene Geschichte, Putin kommt aus dem KGB, er kommt aus dem Geheimdienst, weil wir jetzt mehrfach gesprochen haben, man kann sich nicht auf sein Wort verlassen, ganz klar. Wenn man aus dieser Struktur des KGBs herauskommt, das prägt natürlich, das beeinflusst den Mindset. Und auf der Universität Graz haben wir vor kurzem ein Seminar gehabt zu den Geheimdiensten im Kalten Krieg und da ist herausgearbeitet worden, dass eine der wichtigsten Waffen, die Geheimdienste einsetzen, die ganz gezielte Desinformation ist, die Lüge. Und das muss man wissen und damit schätzt man eigentlich auch ganz anders Aussagen von Putin ein, welche Schritte er nicht setzen wird und so weiter. Und so, also vielleicht zum Abschluss noch, sein eigenes politisches Schicksal ist auf Gedeih und Verderb mit der weiteren Entwicklung in der Ukraine verbunden. Herr Botschafter, Sie wollten noch was sagen? Ja, ich möchte ergänzen, Diskussion, was hier geführt wird, wie kann man den Putin stoppen? In einem Krieg, welcher durch konventionelle Methode geführt wird, wo er auf hunderte Tausend noch setzen kann, ist es schwierig natürlich. Aber hier hat der Westen wirklich einen Vorteil, wenn man mit moderner Waffe, mit Artillerie, mit Reichweite 300 Kilometer, wo man richtig weiß, wo und die, dass man Munitionsdepot, dass man Nachschubwege zerstört wird, mit Drohnen, mit diesen modernen Methoden, dann wird Putin wirklich keine Chance haben. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache wegen der USA und auch Europa. Die USA haben, wissen wir, die haben Milliarden investiert, damit dann die Führung, globale Führung in der Welt zu übernehmen. Und ich bin ziemlich
überzeugt, dass auch in den USA im Parlament die Mehrheit, Republikaner, Demokraten, das auch verstehen. Dass es jetzt auch auf der Kippe steht, ob die USA weiterhin als Leader der freien Welt bleiben wird oder nicht. Und dann diese Hilfe, 60 Milliarden, das kommt nicht in die Ukraine, dieses Geld. Das wird investiert in die Wirtschaft. Genauso auch, ich weiß es nicht, vielleicht mit in der EU nicht, aber viele europäische Länder auch verstehen, dass die jetzt die Zeit ist, an militärischen Kapazitäten, an militärischen Produktionen zu arbeiten. Und das ist auch in die Investition in die nationale Wirtschaften. Hauptsache für mich ist jetzt, dass es mehr und mehr verstanden wird, wie brutal, wie verbrecherisch dieses Russland ist, dass man auch jetzt unbedingt stoppen muss. Wenn nicht, dann werden dann auch viele, viele Länder auch betreffen. Nicht nur in Europa, auch in der Welt. Weil wir sehen, in der Welt sind viele Länder, die genau hinschauen und sehen, wie die freie Welt reagiert. Ob die freie Welt, ob die Demokratie fähig ist, sich zu verteidigen. Wenn nicht, dann können wir dann eine schlimme Situation haben. Wir sind um einiges jetzt über der Zeit, aber ich hätte es jetzt auch wirklich nicht stoppen wollen. Aber jetzt muss ich einen Punkt machen. Ich danke meinen Gästen für die Diskussion, Ihnen zu Hause fürs Zusehen. Reden Sie darüber. Nach uns sehen Sie den Doc-Film aus Anlass des 75. Geburtstags von Willi Resetarits, Orte der Kindheit von Peter Schneeberger. Am Ende des Jahres nutze ich die Gelegenheit aber gerne, mich namentlich bei allen zu bedanken. Die Sendung ist eine Leistung des Teams. Danke der Redaktion Helga, Robert, Caroline, Johannes, Marcel, Diana, Emily, Andrea, Barbara, Matthias und Regie und Technik Doris, Martin, Christoph, Anna, Nikolaus, Heinz, David und allen Kolleginnen und Kollegen von Kamera, Ton und Licht, Katha Erik und den Kolleginnen von Maske und Kostüm. Ihnen zu Hause wünschen wir alle geruhsame Weihnachten. Nächstes Jahr sehen wir uns wieder am 14. Jänner. Auf Wiedersehen.